Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Produktivität und wie man seine Produktivität verbessern kann und mehr schreiben kann oder überhaupt seine Ziele erreichen kann. Es muss noch nicht mal immer um Schreiben gehen. Also, einmal ein ganz kurzes Update. Ich habe gerade ein Manuskript abgegeben von einem Buch, das nächstes Jahr erscheint. Yes. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde, es ist das beste Buch, was ich bisher geschrieben habe und das ist ein super gutes Gefühl. Wobei, es ist jetzt erst bei den Testlesern, es geht noch ins Lektorat und das muss auch noch besser werden. Aber irgendwie war das cool, dieses Buch zu schreiben. So, es gibt ganz viel zum Thema. Ich habe auch schon viel recherchiert, ich habe auch schon Artikel drüber geschrieben. Aber ich denke, es gibt so ein paar Punkte und ich möchte euch ganz konkrete Tipps geben, wie ihr eure Produktivität verbessern könnt, mit wirklich so ein paar einfachen Mitteln. Also Grundvoraussetzung ist, dass ihr euch ein Ziel setzt und auch direkt am Anfang hinterfragt, wollt ihr das wirklich? Also will ich mein Buch schreiben? Will ich mein Buch beenden? Will ich überhaupt anfangen? Wie viel möchte ich schreiben und schaffen? Ich sage jetzt mal, dann sagt ihr 20.000 Worte diesen Monat. Wer jetzt sich nicht mit diesen Wörtern so gut auskennt, also was das bedeutet, das ist so ein dritter Roman. Ja, dann habe ich jetzt 20.000 Wörter im Monat. Wenn ich jetzt sage, ich kann nur an Arbeitstagen schreiben, Wochenende ist für die Familie und ich habe auch nicht so viel Zeit. So, aber wie viel muss ich dann schaffen? Dann wären das 20.000 Wörter. Wenn ich jetzt nur Arbeitstage habe, sind das 4 Wochen, 20 Arbeitstage. Dann sind wir bei 1.000 Wörtern pro Tag. Ja, was ein sehr realistisches Ziel ist. Kann man auch in so einer Stunde schaffen, ja. Und wenn man, einige brauchen länger, ja, dann nehme ich mir 500 Wörter pro Tag. Dann ändere ich vielleicht ein bisschen mein Ziel. So, aber ich lege das fest und dieses Ziel wird nicht mehr angezweifelt in diesen 30 Tagen. Denn was passieren wird, wenn ihr keine Lust habt, wenn alles Mögliche passiert, werdet ihr immer euch wiederfinden in so einer Gedankenspirale, die sagt, ja, ich kann das doch morgen machen. Was soll überhaupt dieses Ziel? Ich kann das doch eh nicht. Euer Gehirn wird euch immer davon abraten, wenn es gerade ungemütlich wird. Das macht einfach das Gehirn. Das ist der Survival-Modus. Das möchte nicht so viel Energie ausgeben. Ja? Das hat dir ja früher geholfen, Energiesparmodus zu fahren. Also ihr müsst vorher festlegen, ich mache das für einen Monat, wenn ihr sagt, ein Monat zu lang. Für 2 Wochen lege ich mir ein komplettes Ziel fest mit einer Tagesplanung und ich halte mich daran. Und sogar, wenn ich nach diesen 2 Wochen dann sage, das ist nichts für mich, ich mache das anders, diese 2 Wochen müsst ihr euch committen sozusagen. Und dann werdet ihr ganz viel lernen in diesen 2 Wochen. Vielleicht lernt ihr auch, dass ihr das gar nicht wollt, aber dazu müsst ihr es auch durchführen. Vielleicht lernt ihr, dass ihr anders arbeiten müsst und so weiter. Ganz wichtig sind Zweifel rausnehmen. Danach geht es nur darum, umzusetzen. Ja? Wie setze ich um? Da kommt der zweite Punkt. Ihr müsst euch selber kennen. Wie arbeite ich am leichtesten? Wie arbeite ich am besten, am produktivsten? Und das hilft, wenn ihr gar keine Ahnung habt, ich kenne mich natürlich inzwischen gut, sich das zu notieren. Ich habe so einen Wörtertracker mal gemacht, für den Nano Fremo, der steht ja auch bald wieder an. Der ist auf meiner Webseite in der Download-Bibliothek. Ich mache euch den Link unten unter das Video. Da könnt ihr auch eintragen, so wie ihr euch fühlt, wo ihr wart, wo ihr geschrieben wart, zu welcher Tageszeit, um so festzustellen, wann seid ihr am produktivsten. Man muss ganz klar sagen, ich war früher ein Nachtarbeiter, bin ich irgendwo immer noch, geht aber nicht. In meiner familiären Situation kann ich nicht die Nächte irgendwie mehr arbeiten, kann ich als Student, ja. Also ganz klar muss ich eben tagsüber arbeiten. Also ja, man muss jetzt sich da auch nicht so dran festhalten, aber man muss eben sehen, wo arbeite ich am besten. Für mich ist der entscheidende Punkt zum Beispiel, ich arbeite besser in der Bibliothek oder im Café, als wenn ich ganz alleine irgendwo in meinem Zimmer sitze. Interessant. Ich muss zwar ungestört sein, also ich will niemand kennen, niemand soll mich ansprechen, aber für mich ist das ganz angenehm, wenn drumherum etwas passiert. Und es gibt einige Menschen, die so funktionieren. Dann arbeite ich in Pomodoros. Und zwar in festgelegten Sessions. Das heißt, ich überlege mir, ich schreibe jetzt 50 Minuten. Und ich benutze dazu seit einiger Zeit FocusMate. FocusMate.com, ich blende euch das auch an. Ich blende den Link zu meiner Gruppe ein.
Das ist jetzt nicht wie eine Facebook-Gruppe, da unterhält man sich nicht. Das ist einfach so, man trifft sich und jetzt kommt es. Einige werden denken, das ist crazy. Für mich funktioniert das super und für sehr viele andere auch. Aber es ist eine Typsache. Ich habe das im Newsletter schon mal empfohlen und ich habe da wirklich ganz viele Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, das ist ja super. Man geht online, sieht sich per Video, stellt auf den Ton aus oder Ton an, wie man will und arbeitet zusammen mit einem Rechenschaftspartner zu zweit. Den kriegt man einfach zugewiesen. Jede Viertelstunde geht eine Session los. Man kann sich also immer, wenn man gerade Zeit hat, anmelden. Wenn ihr in meiner Gruppe seid, werdet ihr bevorzugt, also zum Beispiel mit mir oder mit den anderen in meiner Gruppe, Leuten, die schreiben, gematcht. Das ist alles, was die Gruppe heißt. Dann sieht man sich da. Ich habe da auch schon Leute getroffen, die ich kenne. Und trotzdem, ich quatsch da nicht mit denen, sondern wir sagen in der ersten Minute, okay, hallo, das ist heute das, was ich mache in dieser Session. Das will ich fertig bekommen. Was machst du? Der andere sagt das. Es läuft auf Englisch hauptsächlich. Aber egal, sind das international, da sind auch viele, die können kaum Englisch. Und dann schreibt man 50 Minuten, dann ist man fertig. Vorteil, es ist also A, so ein bisschen magisch, weil der andere sitzt da, also irgendwie, man erklärt auch, wenn man aufsteht, irgendwas macht, man arbeitet zusammen. Vorteil ist auch, man hat diese 50 Minuten, man lernt sehr genau, wie viel man schafft in 50 Minuten. Und meistens überschätzt man sich und lernt dadurch aber seine Ziele anzupassen und seine Zeit insgesamt besser zu planen. Das ist nämlich so eine ganz wichtige Fähigkeit zu lernen, wie viel schaffe ich in welcher Zeit. Dann kann ich viel besser planen und nehme auch diesen ganzen Stress aus meinem Leben, ja? Denn da bin ich total anfällig. Ich überschätze immer, was ich schaffe in der Zeit. Und darunter leidet natürlich dann am Schluss, sag ich mal, der Rest des Lebens, Work-Life-Balance, dann mache ich wieder keinen Sport, weil ich dazu nicht komme und so weiter. Ist also für mich auch immer ein Struggle, aber ich merke, wie ich besser werde, indem ich arbeite. Also FocusMate, kommt gerne in die Gruppe. Ich mache den Link hier rein. Wenn man jetzt nicht in eine Gruppe möchte, kann man in Pomodoros arbeiten. Das ist ja ganz ähnlich. Also ein festgelegter Zeitrahmen. Das hilft einfach zu sagen, wenn man dieses Gefühl hat, das ist ja wie so ein Impuls, ach, ich will jetzt dieses Video angucken und so weiter, ja. Ihr müsst diesen Impuls einfach euch anschauen, ja. Das ist ja wie so ein verärgertes Kleinkind, das so sagt, ich will jetzt aber dieses Video und auf Instagram gucken und so, ja. Dann müsst ihr das ignorieren und sagen, okay, darfst du. 20 Minuten schreiben wir aber jetzt. Ja, ich weiß, klingt verrückt, aber wir sind oft alle so kaputt konditioniert durch zum Beispiel Social Media, wenn man viel am Computer sitzt, durch diesen schnellen Dopamin-Kick, den man sich ja überall holen kann, auch indem man ein süßes Katzenvideo guckt. Und man muss sich wirklich trainieren, wieder in diesen tiefen Flow zu kommen. Und wenn man sich da befindet, ist es ganz toll. Ich belasse es jetzt erstmal bei diesen Tipps. Ich werde auch zum Nanovrimo wieder ein paar mehr Videos machen. Juhu! Ich weiß noch nicht, wie ich jeden Tag schaffe, aber ich werde auch eine Schreibgruppe machen und Schreibsessions, wo man zusammenarbeitet. Das habe ich mir fest vorgenommen. Nicht nur fest vorgenommen, ich werde es auch machen. Ich kündige dazu mehr an. Kommt doch am besten in mein Newsletter, weil ich nicht ständig Videos mache, um das nicht zu verpassen. Und ja, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen und freue mich, von euch zu hören. Ja, tschüss!